das strahlende Gesichtsserum, 30 Milliliter, der Wert 129 Euro. Leute, wer jetzt schreibt, ich würde das nie im Leben für so eine kleine Tube ausgeben, gebe ich dir recht, ich auch nicht. Aber ne, ich sag nur 44,95 € mit meinem Rabatt. Hallo, schön, dass du, dass ihr wieder mit dabei seid und gucken möchtet, was ich euch für eine tolle Box heute vorstellen darf. Vorneweg, ihr hört meine kratzige Stimme. Entschuldigt bitte, ich habe immer noch eine starke akute Bronchitis und wenn ich jetzt warte, bis ich aufhöre zu husten, zu röcheln, zu schniefen, zu schnauben, zu pfeifen, dann drehe ich die nächsten 2, 3 Wochen keine Videos mehr. Und das möchtet ihr nicht, das möchte ich nicht. Deswegen müssen wir da jetzt gemeinsam durch. Und wie habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, es zählt ja letztendlich nicht meine Stimme, sondern was ich euch zu zeigen habe. Und hier habe ich was ganz Besonderes. Tada! Oh Leute, ich freue mich so. Von Goodiebox. Guck mal, schon ganz vorwitzig. Das will schon direkt rausrutschen. Das möchte euch gezeigt werden. Also, für diejenigen, die sich jetzt wundern, hä, du hattest doch jetzt erst vor kurzem eine Goodiebox. Ja, das ist richtig. Das ist auch eine der Themenboxen außer der Reihe. Und ich freue mich riesig, dass mir das angeboten wurde. Die Marke kenne ich und weiß, dass es zum Beispiel unter anderem von der Jenny von Eden auch eine Lieblingsmarke ist. Und die hat echt Ahnung von Beauty. Und wenn die schon sagt, top, dann kann man dem auch wirklich glauben. So, und deswegen habe ich mich auch so gefreut. Und zwar ist das die 5-Step-Skincare-Routine. Die gibt es zum Preis von 54,95 €. Ist nicht wenig Geld. Ich verrate aber vorneweg schon mal ein ganz wichtiges. 491 Euro ist der Gegenwert von der Box. 491. Ja. Und es sind 5 Produkte drin, sonst würde sie ja nicht 5-Schritte-Routine heißen. Ich habe aber, ganz wichtig, einen 10-Euro-Rabattcode für euch. 10 Euro! Das heißt, ihr zahlt für diese Box 44,95 €. Das ist der Knaller. Also, wer immer schon mal hochwertiges Skincare haben wollte, Leute, das ist die Chance. Alle Informationen stehen in der Infobox, aber jetzt wollt ihr ja wissen, was drin ist, ne? Also, ich habe mir die Informationen schon mal ausgedruckt. Ja, das habe ich gemacht, weil die stehen nämlich immer alle auf Englisch und da muss auch ich zwischendurch echt eine Übersetzung haben. So, aber ausgepackt habe ich sie noch nicht. So, das heißt, hier ist dieser Zettel mit dem QR-Code. Da könnt ihr euch dann die Informationen auch noch mal zu aufrufen. So, und jetzt hoffen wir, dass wir das Klebi gemeinsam gut aufkriegen. Entschuldigt, es knistert jetzt. Ist auch schwierig jetzt. So, haha, hat geklappt. Hat geklappt. Ich muss immer an diesen Boxen riechen. So. Und so schaut's aus. 5 Produkte und ihr seht, die sind farblich markiert. Wir gucken jetzt mal gemeinsam rein. Und wie gesagt, dieses Schuber-System, ne? Ich liebe das ja. Und das ist so ein schönes, elegantes Grau-Anthrazit. Und dazu dieser Blau-Kontrast, finde ich, ist sehr edel. So, also ich habe mir notiert als erstes, also ich zeige es euch mal, was wir hier haben. Wir haben das Gelb, dann haben wir das Rot. Dann habe ich nochmal wieder Gelb. Oh, ich habe zu wenig Finger. Dann habe ich Orange. Das ist aber dumm überlegt von mir jetzt. Also, ihr kennt es ja schon. So rum. In der Reihenfolge solltet ihr es machen. Habe ich zumindest jetzt für mich so rausgefunden. Aber euch, wie gesagt, lasse ich jetzt auch mal dran teilhaben. Also, wir starten mit dem Symbiosis London B-Venom und Niacinamide. Das Delight Radiance Restoring Facial Serum. Nein. Seht ihr? Damit starten wir. Ich schneide es jetzt nicht raus. Bin halt ich. Also, das Symbiosis Enlightening and Exfoliating Cleansing Gel. White Peony and Peel Moist. Das ist ein aufhellendes und peelendes Reinigungsgel. Das ist übrigens die volle Größe mit 50 Milliliter. Ne? Nicht, dass ihr denkt, das sind kleine Größen. Kostet 52 Euro. Als Anweisung für euch jetzt, vielleicht wenn jemand nicht so gut Englisch kann, notiert ihr einfach, was ich jetzt hier so erzähle. Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, nehmen Sie eine kleine Menge des Reinigungsgels in Ihre Handfläche und schäumen Sie es auf. Tragen Sie den Schaum auf Ihr Gesicht auf und massieren Sie ihn sanft mit kreisenden Bewegungen ein. Spülen Sie gründlich mit Wasser ab, tupfen Sie Ihr Gesicht trocken
und fahren Sie mit Ihrer Hautpflegeroutine fort. Also Nummer 1, das Cleansing Gel. So, dann als zweites habe ich das rote und zwar Symbiose, es ist immer Symbiosis, Rejuvenating Gentle Face Exfoliator, Rose und Acid. Das kostet in dieser vollen Größe 102 Euro. Klar, da denkt man so an gewisse andere Marken, die solche Preise haben, aber nochmal, Symbiosis London ist bekannt. Und es ist eine gute Marke, die sich auch nicht immer überall irgendwie in zig Boxen verramscht. Also, ne? So, wir gucken mal. Beginnen Sie mit feuchter Haut. Nehmen Sie eine kleine Menge des Peelings und massieren Sie es sanft in Ihr Gesicht ein. Vermeiden Sie dabei die Augenpartie, die nicht machen. Peelen Sie die Haut mit kreisenden Bewegungen etwa 1 bis 2 Minuten lang. Spülen Sie gründlich mit Wasser ab. Verwenden Sie anschließend Ihre normale Reinigungsroutine und Hautpflegeprodukte. So, das wäre Nummer 2. Jetzt sind viele, die sagen, ich mache das hier lieber andersrum. Das ist jetzt wirklich komplett, glaube ich, dabei auch euch überlassen. In der Abfolge, wie es stand, stand das tatsächlich als erstes. Aber ich weiß für mich, ich nehme sowas als erstes. Deswegen habe ich euch das jetzt auch so genannt, wie ich es mache. Ihr müsst es für euch einfach selber rausfinden. So, dann als nächstes Nummer 3 ist dann das, was ich eben schon mal sagen wollte. Das Delight Radiance Restoring Facial Serum. Das ist das strahlende Gesichtsserum. 30 Milliliter, der Wert 129 Euro. Leute, wer jetzt schreibt, ich würde das nie im Leben für so eine kleine Tube ausgeben, gebe ich dir recht, ich auch nicht. Aber ne, ich sag nur 44,95 Euro mit meinem Rabatt. Also, nehmen Sie nach der Reinigung und Tonisierung Ihres Gesichts einige Tropfen des Serums auf Ihre Fingerspitzen. Tragen Sie das Serum auf Gesicht und Hals auf und klopfen Sie es sanft in Ihre Haut ein. Lassen Sie das Serum vollständig einziehen, bevor Sie mit anderen Hautpflegeprodukten fortfahren. Für optimale Ergebnisse morgens und abends verwenden. Wenn ich das jetzt morgens und abends verwende, ist es ziemlich schnell leer. Aber die Box gibt es ja noch. Das heißt, wenn ihr die jetzt bestellt, ja, schlauer Fuchs jetzt hier, bestellt euch direkt danach die nächste Box, wenn ihr wisst, sie ist gut, oder bestellt sofort 2. Also bei dem Preis, ne, wenn es möglich ist, wenn es finanziell drin hängt, überlegt euch mal den Gegenwert. Da habt ihr für 90 Euro einen Gegenwert von fast 1000 Euro. Also da sage ich wirklich nichts mehr zu. Aber man kann sich doch darüber freuen, wenn man so die Möglichkeit hat. So, Nummer 4. Da haben wir den Ultimate Resurfacing 12 Stunden Duo Moisturizer. Also die Feuchtigkeitscreme. Das sind 50 Milliliter, Wert 113 Euro. Nach der Reinigung und Tonisierung Ihres Gesichts eine kleine Menge der Feuchtigkeitscreme auf Ihre Fingerspitzen geben. Ja, also nicht in den Händen. Die Feuchtigkeitscreme sanft mit Aufwärtsbewegungen im Hals und Gesicht einmassieren. Die Feuchtigkeitscreme in Ihre Haut einziehen lassen, bevor Sie Make-up oder Sonnenschutz auftragen. Für optimale Ergebnisse morgens und abends verwenden. So, und jetzt kommen wir schon zu dem letzten Produkt. Das ist diese kleine unscheinbare Tube hier. Und zwar haben wir hier Anti-Pollution Pure Refiner Eye Primer in Cream. Das sind 15 Milliliter, 95 Euro der Wert. Und zwar die Primer in Creme. So, reinigen und befeuchten Sie Ihr Gesicht. Ja, gereinigen haben wir es ja bereits. Ich glaube, die gehen einfach mal davon aus, dass es auch Leute gibt, die vielleicht nicht jeden Abend diese gründliche Reinigung machen, aber trotzdem ihr Gesicht pflegen wollen. Von daher, du kannst das ja, wie gesagt, auch morgens auftragen. Und selbst ich bin morgens jemand, der nicht immer das volle Programm macht. Da muss ich Lust zu haben. Abends achte ich da sehr drauf. Morgens geht es auch schon mal einfach nur schnell ein bisschen Cleansing Gel und Toner hinterher und dann ist es gut. Also von daher, und dann halt die Augencreme und die Gesichtscreme. Also da lege ich immer Wert drauf. Und da ist das vielleicht gedacht, wenn hier steht, reinigen und befeuchten Sie Ihr Gesicht, bevor Sie die Augengrundierung auftragen. Kleinen Moment. Hüsterchen. Eine kleine Menge der Augengrundierung auf Ihre Fingerspitze geben, die Grundierung sanft um die Augenpartie tupfen und verblenden, einschließlich der Augenlider und der Augenpartie. Also ihr dürft hier komplett drauf gehen, ja? Vor dem Auftragen von Augen-Make-up trocknen lassen. Das ist also wichtig, sonst könnte es so Grisel geben.
Nach Bedarf entweder als eigenständiges Produkt, sag ich ja gerade, oder vor dem Auftragen von Augen-Make-up verwende. So, also genau das, was ich euch gerade gesagt habe, bevor ich es jetzt hier abgelesen habe. Ne? Das ist einfach, wer praktisch denkt, wer logisch denkt, der kommt manchmal dahinter. So, also wie gesagt, ne, ich kriege die nicht wieder hier alle in meine Hand rein, das glaube ich nicht. Wir versuchen es erneut, aber ich kann es ungefähr so machen. Also nochmal, 5 Produkte haben wir, Wert 491 Euro. Ich wiederhole mich gerne bei sowas. Also ich finde das einfach ein Hammer. Wirklich, ich finde es ein Hammer, dass es diese Box dann für 44,95 gibt. Und da muss ich sagen, ne, also wie gesagt, regulär 54, denkt an meinen Rabattcode, ne, steht alles in der Infobox, dann habt ihr 44,95. Und für 44,95 könnt ihr nichts gegen die 5 Produkte haben. Da finde ich das jetzt wirklich günstig für, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Von daher, für hochwertige Skincare, ich bin gespannt, wer sich die Box bestellt. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, wie es war. Stimme lässt langsam nach. Das heißt für mich, ich muss langsam hier mal Schluss machen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr jetzt Interesse habt, wie eure Erfahrungen dazu waren. Vielleicht kennt ihr ja auch einzelne Produkte davon und sagt, die waren super. Also, ich hatte von denen, ich weiß jetzt wohl nicht mehr, was es war, aber was es war, ich bin im Moment der Meinung, es wäre das Cleansing Gel gewesen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, es war sehr gut. Oh, und die Nachtcreme hatte ich. Das weiß ich wohl noch. Ich hatte eine Nachtcreme. Die war echt gut. Und von daher, greift zu. Wenn nicht, ist das ja auch nicht schlimm. Aber ich finde, das ist eine schöne Idee, auch zum Verschenken. Hör mal, es fällt mir jetzt gerade ein, ich habe so viele Geburtstage in nächster Zeit. Ich will nicht gerade, ob ich gerade selber eine bestelle. Weil ich kenne da jemanden, die wirklich ein absoluter Fan von Skincare ist, von hochwertiger Skincare. Die läuft sonst immer in irgendwie so einen extra Beauty-Salon und holt sich da ganz, ganz teure Sachen. Und da kriegt die nicht für 55 Euro. Ich glaube, da kriegt die eine 5 Milliliter Probe für, so ungefähr. Und von daher überlege ich gerade, ob ich mir die echt bestelle. Ich glaube, das mache ich glatt. Eben. Wenn ihr noch nicht mal für euch selber was ist, vielleicht habt ihr eine gute Freundin in nächster Zeit. Oder ihr habt schon Weihnachtsgeschenk. Hey, hey. Jetzt schon an Weihnachten denken, sag ich nur. Also ich lache zwar jetzt, weil das so ein bisschen suspekt ist. Wir haben April und ich sage, denkt an Weihnachten. Aber es ist einfach ein mega Angebot. So, ihr Lieben, das war's jetzt hier an der Stelle. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, dann freue ich mich auf eure lieben Kommentare. Und über ein kleines Abo. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, auch mit dieser kratzigen Stimme, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, dann Dankeschön nochmal an Goodiebox, dass ich die Box für euch überhaupt zeigen durfte. Ne? Freue ich mich natürlich riesig. Und ihr wisst ja, ich sage es immer und immer wieder, natürlich ist es so, nein, ich sage es jetzt nicht wieder. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich will es jetzt nicht wieder sagen. Einfach nur Dankeschön für die, die es machen. Tschüss!